Als ich letztes Mal bei dir war, hast du mich gefragt, wie viel Geld ich auf Tasche habe. Warum geht es bei dir immer um Geld? Geht überhaupt nicht nur um Geld, Digga. Aber es ist einfach interessant. Ich glaube, guck mal, das Ding ist... Der fragt immer so Geldsachen. Nein, nein, nein. Ich habe auch Autosachen gefragt. Und auch Frauensachen. Okay, Ladies and Gentlemen, Sie sind im Studio. Sie sind angekommen in Berlin. Energy Berlin, Casey Rebel, Summer Jam. What's up? Was geht? Was geht, was geht? Geht's euch gut? Super. Seid ihr gut angekommen? Ja, alles gut. Ich sag mal so, ihr wart sogar rappermäßig, ihr wart eine halbe Stunde zu früh am Start. Da war ich komplett aus dem Häuschen. Ja, ja. Das hat ganz mein Zeitplan zerstört. Wenn du nur wüsstest. Gibt's einen krassen Grund, warum ihr heute ein bisschen früher da seid? Ne, Jam, du bist gerade erst angereist, ne? Genau, ich bin gerade erst angereist. Es hat sich nicht mehr gelohnt, irgendwie irgendwo okay. Suppe trinken zu gehen oder so. Okay. Ja, wir haben kein Hotel gefunden. Wie sieht's denn aus? Habt ihr jetzt immer noch keins, wo ihr chillen könnt? Hier ist tot. Hier gibt's gar nichts mehr. Wir wollten fragen, ob wir bei dir schlafen. Ja, das ist. Ich habe zwei Zimmer original. Reicht das? Reicht das? Seid ihr so kompliziert, was so Schlafen angeht, oder einfach eine Couch reicht mit einer Decke? Nee, ich habe heute bei Taban auf der Couch gepennt. Ich schlafe im Stehen, wenn es sein muss. Echt? Okay, dann ist es kein Problem, dann können wir das machen. Wart ihr schon mal in Pankow, in Berlin-Pankow? Nee. Haben ihr gehört? Ist so Prenzlauer Berg die Ecke? Mhm. Kennt ihr auch nicht? Was kennt ihr denn so von Berlin, jetzt mal so gefragt? Außer Kreuzberg jetzt und Schöneberg. Boah, wir kennen eigentlich schon einiges, aber was ist denn da, was du gesagt hast gerade? Prenzlauer Berg, Schöneberg, Pankow. Prenzlauer Berg kenne ich aber. Ja, das ist so, Mauerpark gibt es um die Ecke, ist nicht weit von da. Kennst du den Mauerpark zufällig? Kennt ihr den? Ja, nee. Den kenne ich. Du kennst den Mauerpark. Ja. Was gibt's da noch? Die Kulturbrauerei gibt's da noch. Da gibt's ein paar Bars, Cafés, so. Ist ganz gut eigentlich. Wir kennen halt alles, was man kennen muss. Aber eins miese Gentrifizierung, was das angeht. Also da kommen die ganzen Schwaben her und dann müssen alle rausziehen, so. Ah, okay. Aus dem Schwabenländle. Ja, so sieht's nämlich aus. Ihr habt ein neues Album am Start, Freunde. Das ist unfair. Da gibt's ja Pizza, kostet 20 Euro, die ist super. Maximum, Alter. Ja, Mann. Maximum. Ich hab sie hier und ich muss sagen, fett. Also geht auf jeden Fall nach vorne so, vor allem nicht jetzt und auch voll mein Ding, gefällt mir mega gut. Seid ihr zufrieden mit der Resonanz? Seit dem 16. Juni ist ja jetzt das Album draußen. Wie sieht's aus? Ja, Bombe. Eigentlich so, man hatte natürlich schon so ein bisschen was im Kopf. Also man war selber schon so ein bisschen euphorisch auf die Resonanz. Aber am Ende des Tages war es, glaube ich, sogar noch krasser, als man sich erwartet hat. Okay, gibt's irgendwen, der gesagt hat, nee, finde ich nicht gut? Gibt es da eigentlich irgendwelche Leute, die euch sowas sagen, wenn so ein geiles Album entsteht? Gibt es da so ein paar Leute, die konstruktive Kritik üben? Also es gibt bei uns, bei jedem Album gibt es so ein paar Leute, die natürlich ältere Sachen gewohnt sind und dann dich genauso hören wollen, wie du schon mal warst. Okay. Aber ich würde sagen, 90-95% finden das Album mega, 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 mega krass. Ja. Und vielleicht bei 5% sind die Leute so, ja, aber warum habt ihr nicht noch ein Lied wie das Morphium und das gemacht? Ah, okay. Wie das gemacht, wie dies gemacht. Aber ihr habt jetzt schon 5 Videos habt ihr schon rausgehauen, ne? Mhm. Irgendwie alle übertrieben krass am Klicken, muss ich sagen. Ich glaube, nicht jetzt hat mittlerweile fast 11 Millionen. Ja, so kurz vor 11. Kurz vor 11 sind wir da. Habt ihr, glaube ich, im Mai released, oder? Oder war das April schon? Der heißt mittlerweile eigentlich heute nicht, der Song. Den haben wir umgetauft. Genau, oder der heißt heute nicht, der Song. Ach so, und dann ist nicht jetzt raus geworden. Das war ein Insider. Das war ein Insider. Achso, ich hab gedacht, ich hätte gerade was verkackt. Guck ich jetzt hier rauf. Alles gut. Oh, Digga. Seid ihr geil drauf, Alter. Wir hatten einen Interviewpartner, der gedacht hat, dass der Song heute nicht da ist. Deswegen. Ach, echt? Sag mal wo. Sag bitte wo. MC Boogie. Also das ist wie der Straßensound jetzt, was gerade rauskam. Genau. Das habe ich mir noch nicht angeguckt, leider. Aber cool, Alter. Heute nicht. Aber gut, MC Boogie, Alter. Dem darf sowas passieren. Ich glaube, er ist der Einzige, dem sowas passieren darf, dem man es nicht übel nimmt. Wirklich. Der darf das. Nee, also ihr habt 5 Dinger schon rausgehauen, unter anderem auch heute nicht. Hat er es gekoppelt. Und aber ihr seid so, was so aktuell, so den. Es gibt ja viele Rapper, die halten sich immer so an einen Regisseur, so, ne? Shaka Sado zum Beispiel, der macht jetzt richtig viel. Aber ihr habt jetzt 5 verschiedene genommen, glaube ich sogar. Kann das sein? Ich glaube 4, oder? Ich glaube 4 oder 5 waren es. Ja, nee, 4. 4. Hat es einen Grund oder wolltet ihr einfach. Oder war das ein Experiment oder einfach so entspannt? Wir haben einfach so die Erfahrung gemacht, dass wir aus älteren Projekten, wenn wir zum Beispiel einem Regisseur jetzt 4 Videos geben, dann ist es meistens so, dass man besser fährt, wenn man zum Beispiel die 4 Videos jedem einzeln gibt. Okay. Und das ist dann jeweils ein großes Projekt für jeden, wie wenn man dem sagt, okay, weißt du was, hier hast du 5 Videos, machen wir mal einen guten Preis oder so. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
wenn man den Leuten zu viel Vertrauen schenkt, denken die, dieses Steven Spielberg. Gibt's da irgendwie... Und dann kommt doch nur Blair Witch Project. So, so eine Kamerafahrt, so, okay? Du musst still halten. Ja, krass, Alter. Aber habt ihr Dings, also gibt's da Namen, die ihr nennen könnt, wo ihr sagt, boah, da habe ich echt viel Vertrauen investiert und dann wurde ich am Ende voll enttäuscht? Ja, so ein Videoregisseur aus Berlin. Ja, der, echt? Ich brauch dich gedreht hat, ja. Der hat so richtig Dings... Der war so ein richtiger Hochstapler. Am Anfang hat er geredet, so als ob der Kinofilme dreht. Ja, okay. Und dann habe ich die erste Abnahme gesehen, habe ich mir gedacht, was ist das für ein Scheiß? Das Video gibt es ja auf YouTube, das kann man sich mal geben, oder? Ja, Mann, ich bin mega unzufrieden mit dem Video. Sag ich dir ganz ehrlich. Muss ich an dieser Stelle auch mal offen und ehrlich sagen. Aber hast du von das? Was Boah, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Pierre hieß der, glaube ich, oder? Ich weiß es Pierre? Gar nicht. Ja, ja. War netter. Ach, das, was wir in L.A. Genau, haben. Genau. Ja, das war auf jeden Fall. Weil man meint, ihr seid nach L.A. geflogen und wolltet ein Video drehen und dann wart ihr nicht zufrieden damit? Das ist echt mies. Aber Alter. Ich bin jetzt nicht wegen diesem Video nach L.A. geflogen, sondern hab dieses Video so am Rande halt auch nur mitgenommen. Ah, okay, verstehe. Aber nichtsdestotrotz war das ein sehr aufwendiges Video, ja. wo sehr viel Vorbereitung drin gesteckt hat. Oh, das ist dann echt mies, Alter. Pure Enttäuschung. Genau. Also, aber daraus habt ihr jetzt gelernt und ihr geht mit dem Album natürlich auch auf Tour, ne? Aha, ja, klar. So Ende des Jahres geht ihr mit auf Tour. Am 22. sind wir hier. Ja, stimmt. Berlin, Alter. Huxleys Neue Welt. Genau. Ja. Geile Nummer, Alter. Macht ihr mit Band oder nur ihr zwei und ein bisschen DJ? Also wir sind gerade noch am gucken, wie wir die ganzen Live-Sachen machen. Wir werden uns dafür einmal richtig Zeit nehmen. Aber dieses Album muss nicht unbedingt mit Band gespielt werden. Eigentlich nicht, weil es ja auch viel Clubmucke ist, ne? Voll. Deswegen brauchst du es ja nicht unbedingt. Aber ey, ganz ehrlich, ich kann mir diese Lieder original in Berliner Hip-Hop-Clubs vorstellen. Also wirklich krass. Das habt ihr echt hingekriegt, muss ich sagen. Okay. Ja, Mann, ein, zwei Lieder laufen auch schon im Club. Echt? Auch in Berlin schon? Ich weiß nicht, ob in Berlin, hast du einen von den Tracks schon mal in einem Club gehört, wo du sagst, boah, Alter. Ja, voll. Ja. Nicht jetzt. Wird sehr oft im Club gespielt. Und hast du schon live erlebt mal, wo der kam? Ich gehe nicht in den Club. Ach so, feiern also, oder so. Ich gehe im Club nur auftreten. Ja. Schnappen. Ich gehe nur schnappen. Also um 4 Uhr, wenn alles schon so. Oh. Ja, kann man machen. Nein, Spaß. Genau. Okay, ihr braucht nicht um 4 Uhr kommen, ihr könnt auch um 12 Uhr kommen. Aber wir haben sehr viele Videos geschickt bekommen. Das Ding ist ja, wir bekommen immer, egal was irgendwo passiert, wir bekommen immer Videos geschickt. Von Fans, von Leuten, die gerade dort sind. Man, zum Beispiel zu nicht jetzt kannst du auch übergut twerken, Alter. Also wirklich, kam hast du, auch so. Versucht, ich hab's schon probiert, aber es ging nicht so gut. Ich kann halt nicht twerken, das ist das Problem, Alter. Aber der Beat, der passt auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, habt ihr schon gut gemacht. So. Ich habe mir was Kleines überlegt, so passend zum Album. Ne? Mhm. Das heißt ja Maximum. Und darauf habe ich jetzt auch meine Fragen so ein bisschen spezialisiert. Und zwar, was ist, ich frage euch beide, ja, und ihr müsst jeweils für den anderen antworten. Was ist das Maximale, was ihr an Versuchen gebraucht habt, um einen Song von diesem Album einzurappen? Das Maximale, ungefähr, so schätzungsweise. Boah, also bei einem, wo ihr richtig verkackt habt oder so, wie gesagt, boah, Digga, ich krieg's nicht richtig hin. Ich hab den Focus-Part, dafür habe ich wirklich einen halben Tag gebraucht. Und das ist für meine Verhältnisse echt, ist das echt viel. Weil das war so ein Part, den wollte ich nicht splitten, den wollte ich in einem Durchlauf, in einem One-Taker aufnehmen. Und dafür habe ich ein bisschen länger gebraucht. Okay. Also so habe ich das auch nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass wir generell schon uns Zeit in der Buff genommen haben, weil wir halt sehr viel auch so an unserer Performance gearbeitet haben in der Buff. Also quasi mit der Stimme gespielt haben, das hört man ja. Also wir gehen mal hoch, mal runter mit der Stimme. Und deshalb, wir haben schon so vergleichsweise, hat es wahrscheinlich schon länger gedauert als bei den anderen. Also wir nehmen uns schon mega viel Zeit. Ich würde sagen, wir brauchen... Wir nehmen uns mehr Zeit für unsere Adlibs als wie andere für ihre Texte. Oh, das ist krass. Das ist krass. Ich fand bei ich glaube, das ist Tabasco, da wo du so in den anderen Flow übergehst. Das habe ich gerade im Kopf, wo du es gerade sagst. Weißt du, was ich meine? Aha. Weißt du wirklich, was ich meine? Scharfe Schüsse wie in 5K, kein Marketing. Ja, genau das. Boah, das war gut, Alter. Da habe ich gemerkt, boah, da waren die bestimmt so 4, 5, 6 Mal in der Booth. Nein. Bei dem nicht so krass. Bei dem echt nicht so viel. Nee, der echt nicht, aber das ist mir gerade so eingefallen. Focus war aber. Krass, Alter, wirklich gut. Wirklich gut. Und bei dir, bei euch wahrscheinlich genauso. Okay, wir bleiben weiter bei Maximum. Wir gehen hier nur auf Maximum heute bei Energy. Was ist das Maximale, was ihr schon mal mit einer Karre gefahren seid? Boah, bei mir, glaube ich, 270. 270? 260 oder 270. Aber selber, ihr müsst selber gefahren sein. Ja, klar. Echt? Ja. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab sogar noch gefilmt und hochgestellt. Ohne Scheiß bei Snapchat. Okay. Ich weiß es gar nicht mehr.
Keine Ahnung. Aber bist du schon über 300 gezogen? Bestimmt, wa? Ich weiß es nicht, ehrlich. Er könnte auf jeden Fall. 280, 290. Was hast du aktuell? Mercedes? Ja, ich habe einen S-Coupé, aber der ist verriegelt bei 259. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wa? Besser für mich. Ich glaube wirklich besser, Alter. Glaub mir, Mann. Ja. Okay, pass auf. Was ist... Was ist das maximale Alter einer Frau, mit der ihr was anfangen würdet? Er guckt Casey an und denkt so, kommt auf die Verfassung an. Nee. Also das Gesicht darf nicht Pergament sein, oder was? Ich glaube, da gibt es nach oben und nach unten rum keine Grenzen. Ach, hör auf, ey. Das können wir so nicht stehen lassen, Digga. Ungefähr. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. 70? Ja, okay. Also, niemals. Okay, sag mal, was sagst du? Okay, ja, ungefähr, einmal. Ich weiß nicht, so vielleicht 50? Das ist auch schon hart, Alter. Das ist auch schon hart. 50 ist eine mega ekelhafte Antwort, weil die schon ernst gemeint ist. Aber wenn man bei, ich weiß es nicht, ey, wenn man so diese LA-Ollen, die so richtig gemacht sind, ja, da die sind schon zwischen MILF und GILF. Der Übergang ist gerade so, genau. Ja? Da weiß man nicht, ja? 50, 60, 70, okay, finde ich gut. Aber ey, ist doch okay, die Antwort. Ich meine, wie alt seid ihr? Du bist 29, wa? Uh-huh. Und du bist wie alt? 34. 34, ja, ist doch alles okay, Alter. Alles im grünen Bereich, ich sag mal chillen. Okay, nächste Frage. Was ist das Maximale, was ihr jemals in deinem Leben verzockt habt, auf einmal? Boah, da kann ich dir... Im Casino habe ich da auf jeden Fall schon einige Beträge gehabt. Echt? Fünfstellig, ja. Fünfstellig? Mhm. Also über 50 Euro so. Genau. Über was? Über 50 Euro, nein. Das ist ab 10.000 Euro hast du noch verzockt? Ja, Mann. Echt jetzt, Mann? Ja, Mann. Wie kannst du denn so viel Geld verspielen? Warst du dir so sicher? Nee. Bei welchem Spiel? Guck mal, Casino ist so ein Ding, ich glaube, wenn man da hingeht, ja, mit der Intention, da irgendwie Geld zu machen, dann liegst du da sowieso falsch. Genau. Echt, ja? Muss einfach einen guten Abend haben. Genau. Da musst du sagen, okay, ich habe diesen Monat, jetzt habe ich krass gearbeitet, ich möchte jetzt einmal auf den Putz hauen und ich gehe vielleicht heute ins Casino oder... Ich mache irgendwas anderes und dann haust du halt einmal richtig auf den Putz. Aber es war nicht fünfstellig im Automatencasino. Du warst schon so mit Menschen und Gruppier und so. Nein, mit Blackjack und mit Roulette und mit. Das wäre hart schon, wenn es am Automaten wäre, ey. Das wäre krass. Bei dir auch so, sag mal, machst du auch so ab und zu Casino? So, doch, ab und zu. Also ich war jetzt lange nicht mehr, aber ich bin schon gern gesehener Gast im Venlo Holland Casino. Echt, ja? Oder Dortmund Hohen Siegburg geht auch ab. Hohen Siegburg ist auch gut. Okay. Macht ihr dann so richtig einen auf Anzug und Krawatte? Und nee, so? Das ist das Gute bei Fenlo. Da kannst du so normal reingehen. Ganz normal reingehen. Habt ihr auch mal was Krasses abgesahnt? So? Wenn ihr schon so gern gesehene Gäste seid, dann wart ihr auch schon mal am Gewinn wahrscheinlich, oder? Ja, aber nichts Erwähnenswertes. Echt? Also manchmal, also es war ja nicht immer so, dass man da hingeht und sehr, sehr viel Geld ausgibt. Aber es gibt auch Tage, da kommst du mit deinem Geld wieder raus. Aha. Oder hast ein bisschen Plus gemacht. Aber ja gut, also nichts wirklich, wo man drüber reden muss. So. Ja, das Plusgeld ist immer das Spielgeld. Ja. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, 1000 Euro gebe ich maximal aus und du bist dann irgendwann bei 1500, dann bist du in der Psyche bei dir, okay, 500 kann ich jetzt noch verspielen, dann bin ich immer noch plus minus. Ja, stimmt, hast vollkommen recht. Ja, man rechnet damit, dass man verliert hat, ne? Ich verstehe. Krass, Alter. Ja, gut, ey, wenn ich jemals so viel Geld zur Verfügung haben sollte, gehe ich vielleicht auch mal ins Casino. So ist auf jeden Fall eine geile Sache. Als ich letztes Mal bei dir war, hast du mich gefragt, wie viel Geld ich auf Tasche habe. Warum geht es bei dir immer Geht um überhaupt Geld? Nicht nur um Geld, Digga. Aber es ist einfach interessant. Ich glaube, guck mal, das Ding ist... Der fragt immer so Geldsachen. Nein. Ich habe auch Autosachen gefragt. Und auch Frauensachen. Ich habe auch Dingens. Pass auf, nee, weißt du... Mann, Alter, du hast auch einfach 4.000 Euro aus der Hosentasche rausgezogen. Und ich wusste ungefähr, er wird so viel dabei haben. Oder er wird viel dabei haben. Ja, und die Leute sind abgegangen auf das Video, nur weil das im Titel stand. Ja, Mann. Weißt du, wie viele Leute das schon gesehen haben? Gute Headline. Das war mein bestes Video mit dir, ey. Ich bin voll stolz. Das waren, ich glaube, 300.000 Klicks oder so. Voll krass, ey. Echt? Ja. Läuft. Mal sehen, was das... Nee, ey, aber jetzt habt ihr was dabei? So was Erwähnenswertes? Oder sagt ihr, nee, ein bisschen Pfandgeld? Funkgeld. Komm, sag mal. Jetzt. Ich hab gar nichts. Ich hab meinen Umhängebeutel draußen. Ach stimmt, du hast dein Kumpel da draußen ein Dings angefangen, genau, ne? Was macht jetzt Casey? Komm, wir müssen... Ich hab ein bisschen Geld dabei. Aber ich hab immer Geld dabei. Aber die sind lila, ist schon mal gut. Was haben wir heute? Aber er hat nicht mal einen Umhängebeutel. Ich hab ja mein Geld in meinem Umhängebeutel. Und er hat immer in seinen Shorts. Und zum Teil, jetzt, die hat einen Reißverschluss. Zum Teil ist er so richtig ungesichert einfach. Ja, guck mal, ich hab ihn auch gefragt, wie viel... Boah, Alter, du hast sogar $1. Ist das so ein Glücksdollar? Den habe ich geschenkt bekommen, ja. Von wem? In der Rebel Lounge von
irgend so ein Mädchen, die hat mir das zum Release geschenkt. Die hat gesagt, hier, ich schenke dir einen Dollar, das ist ein Glücksdollar. Digga, ich bin voll am Zittern. Also es ist schon mal 1000, 2000. Komm schneller. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. 7000 schon mal hier, ja? Die sind schon mal für dich. Hier. Dankeschön. Einmal Clubgage, vielen Dank für den Auftritt. Und hier nochmal 7000. Bisschen zu wenig. 300, 350, 7000, 300, 7000. 400. Vielleicht schaffen wir jetzt noch mehr Klicks, wie das... 7415. Ja, läuft. Ich wette, du hast dich vorbereitet, weil du wusstest, dass ich wieder frage. Du warst extra noch beim Automaten, Alter. Nein, ich schwör's dir. Ich bin auch voll blöd, dass ich immer so viel Geld mit dabei habe. Das macht keinen Sinn. Es ist Angewohnheit. Ich gehe halt ungern ohne Geld raus. Und aber guck mal, überleg mal, du hast jetzt... Nur 500 da in der Hand, ja? Ja. Und du bist jetzt irgendwo unterwegs draußen und denkst, boah, Digga, ich hätte jetzt voll Bock auf so einen Ulu da, aber der kostet nur 1,50. Soll ich wirklich 500 da geben? Ja. Und wenn er dich nicht kennt, dann schenkt er dir auch keinen so und dann hast du ein Problem. Und dann musst du wahrscheinlich einfach dosten. Ja, aber er hat doch auch einen 500er. Nein, aber wenn du nur 500er hast, angenommen so, durch irgendein Blödsinn. Aber warum soll ich denn nur 500er dabei haben? Ich weiß nicht, da waren so viele 500er. Ich kann nur wechseln. Aber wo willst du es wechseln? Wer wechselt denn 500er? Guck mal, wenn man Tipico. Unterwegs... Tipico, okay, die können wechseln. Das Ding ist auch, man gibt auch ein bisschen verhältnismäßig ein bisschen mehr Geld aus, wie jemand anderes. Ich will einfach sagen, wie Leute, die ganze Zeit zu Hause sind. Nein, oder? Wir fliegen nach Berlin. Ja. Jetzt sind wir hier, wir müssen uns noch einen Leihwagen holen. Wir müssen noch ein Hotel checken. Wenn ich einkaufen gehe, dann gebe ich halt ein bisschen mehr Geld aus. Ja. Und das ist halt, dann ist man 1000 Euro ist man ein bisschen schneller weg, wie, ja. Wie normaler Mensch halt. Sag du's. Wie was? Ja, wie jemand, der jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit unterwegs ist und nur aus dem Koffer lebt. Ich sag mal so, ich bin auch oft unterwegs, also aber nur in Berlin. Ich habe nicht mal so viel in der Tasche, Alter. Aber ich find's. Und das ist verhältnismäßig schon deutlich mehr, als ich sonst mit habe. Ach echt, ja? Ja, weil du jetzt auch... Übliche sind immer so 2.000, 3.000, 4.000 oder so. Was darfst du eigentlich mitnehmen ins Flugzeug, wenn du nach Amerika oder so fliegst? Was? Also rein gesetzlich 10 Mille, ja. Ja, aber dann... Alles drüber muss versteuert werden. Ah, scheiße. Oder angemeldet werden. Angemeldet. Macht ihr dann mehr als das? Kennt ihr gute Verstecke, wo man das von der Verstecke hat? Also bei mir ist locker. Ich bin viel... Ich zahle auch sehr gerne mit Kreditkarte. Okay. Und Hüseyin mag das gar nicht. Genau, ich mag Hüseyin das zum Beispiel gar nicht. Du willst immer sehen, was du ausgibst halt, ne? Ich will das direkt sehen, ja. Ich will das so, hier, Geld. Ich habe Geld in der Hand, du kriegst das Geld. So, das ist für mich cooler, wie da ist ein Betrag abgegangen. Ah, schon, dann hier oder noch. Hier, da, ja. Aber das ist das Krasse. Deutschland ist ja noch so, aber es gibt ja viele Länder, auch in Europa, wo die einfach nur alles mit Karte machen. Manche haben auch so einen dicken Finger voll. Und legen Finger auf so ein Ding und dann wird abgebucht. Geil ist halt, wenn du zum Beispiel... in L.A. parkst, ja. Dann tust du einfach deine Kreditkarte rein, du hast nichts mit Kleingeld zu tun, der bucht direkt ab und ciao. Das hat schon seine Vorteile. Hat schon ein bisschen Vorteile, aber gut, da kannst du jetzt keine Euros rein. Aber was ist eigentlich mit deinem Kleingeld? Ich meine, wenn du so viel Geld ausgibst, kommt auch viel... Also schmeißt du weg. Schmeißt es weg? Machst du dann bei McDonald's an der Kasse in diese Box rein? Nee. Ich habe noch nie Kleingeld bei dir gesehen. Wenn ich mit Auto unterwegs bin, dann habe ich... Dieser Fach, wo man halt reinaschen kann, ja. Das ist voll mit Kleingeld. Okay. Aber ansonsten versuche ich Kleingeld immer loszuwerden. Ich trage Kleingeld ungern bei mir, weil es halt schwer ist. Ne? Ja, es zieht die Hose runter, Alter. Genau. Ist echt mies. Es klimpert. Es klimpert, Alter. Soll nicht klimpern. Nur die Kette soll klimpern. Genau. Aber ihr habt nicht mal eine ey. Was ist eigentlich hier los? Und ich trage auch oft Shorts und Jogginghosen. Und dann zieht es wirklich runter. Und im Auto, jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, fällt alles immer runter. Ja. Und du kommst immer schlecht dran. Ja, und dann ist in meinem Auto, ne, ist versteckt, sind bestimmt 200, 300 Euro versteckt. Allein nur so mit 1, 2 Euro Stücken. Du merkst immer so in der viel, Kurve, wenn es zu klippert, so wie ein Dingens. Ja, krass, ey. Aber ganz ehrlich, Leute, wir sind ja eigentlich wegen des Albums hier, ne? Und ich muss schon sagen... Nein, lass weiter über Geld reden. Willst du, guck mal, Summer ist nicht so der Geldtyp. Er hat eine Visa-Karte dabei, du hast zweimal Geld dabei. Armer Mann. Ich hab nicht so viel. Deshalb. Ja, du musst auch alles abgeben wahrscheinlich. Wa? Familie und so, Geschwister, die wollen alle Geld haben. Der Skorpion sitzt zu tief. Der Skorpion sitzt zu tief. Aber nein, im Großen und Ganzen, Leute, pass auf, wir machen das Ganze so. Könnt ihr mir die noch signieren und dann hauen wir die raus, Alter? Ja, auf jeden Fall. Echt, wollte nicht? Aber dazu muss ich noch einen Stift organisieren. Eigentlich wollte ich die CD selber behalten, aber ich glaube, ich muss es so machen. Verlost du die?
Ja, ich verlos sie dann. Geil. Aber okay, pass auf, wir müssen, dann machen wir wieder so eine Frage. Ich hole euch noch einen Stift. Okay. Wir stellen eine Frage, passend zu dem Interview. Und dann müssen die Leute darauf antworten. Und derjenige, aber jetzt kann ich überlegen, Alter. Ja, wie viel Geld du jetzt in der Hosentasche hattest, wäre jetzt langweilig. Nee, das ballert nicht. Okay. Wie hat Boogie verkackt? Was hat er eigentlich... Genau. Also ich muss die Frage kurz formulieren, ich krieg's gerade nicht hin, Alter. Wie heißt die nicht Single jetzt? Nicht jetzt? In Boogies jetzt. Auffassung. In Boogies Wahrnehmung. Ja, so, das ist die Frage. Kommentiert sie einfach drunter, Freunde, und dann unter allen Antworten werde ich auf jeden Fall eine verlosen. Ich gebe dir gleich einen Stift, okay. Dann könnt ihr beide drauf unterschreiben. Was ich noch, jetzt fällt mir eine Sache ein, Alter. Zu Summer. Hat nichts mit dem Album zu tun, mir ist es nur eingefallen, weil ich habe sogar noch zwei Fragen. Erste Frage, würdet ihr nochmal beim Echo auftreten? Ja, warum nicht? Warum nicht? Okay. Ja, ich finde, für mich persönlich ist es einfach so ein, wenn ich so sehe, dass du durchs Publikum läufst und sich keiner bewegt, dann ist es für mich, das tut hier richtig weh, so in meinem Hip-Hop-Herz, wo ich denke, so, die müssten alle den machen oder ausrasten und die machen es einfach nicht, dann ist es für mich so ein bisschen... Aber das war glaube ich, galamäßig so, die wollten ja so ein bisschen Glanz und Glamour reinbringen. Ja, wenn wir mit dieser Einstellung angefangen hätten, Musik zu machen, dann wäre Hip-Hop nicht da, wo er jetzt ist. Das ist so, wohl wahr. Als wir angefangen haben, Musik zu machen, hat sich keiner zu dieser Musik bewegt. Mhm. Heute hörst du sie im Radio, überall. Du musst die Leute coachen. Okay. Anders geht's nicht. Du musst sie trainieren, du musst ihnen das beibringen. Die deutschen Leute, vor allem die deutschen Prominenten, die haben halt alle einen Stock im Arsch. Die ganzen Leute, die da beim Echo abhängen, die sind zu 90% die Oberspassis. Und du musst ihnen das halt beibringen. Mhm. Aber meinst du, ihr habt es denen auf die Weise schon so, also ein bisschen beigebracht? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt, als der zweite Part begonnen hat, waren die ersten schon so... leicht am Tanzen. Okay. So wie es halt, möglich ist. So, ne? Du kannst nicht so viel machen, wenn du halt einen Stock im Arsch hast. Genau. Im Endeffekt. Nee, es geht ja nicht darum, dass sie die Musik nicht fühlen. Die fühlen die Musik. Die kennen uns auch, die kennen auch die Musik. Hm? Aber sie sind ja auch prominent und sie sind ja auch, die Kamera läuft gerade und können sie sich bewegen. Wie sieht das für sie aus? Wird das ungünstig aussehen oder sieht das cool aus? Weißt du, sind so zu viele, macht sich keiner locker. Ja. Was meint ihr eigentlich, was das größte Problem ist, dass viele nicht akzeptieren wollen, dass Deutschrap so krass am Start ist? Wie willst du das denn nicht akzeptieren? Naja, viele sagen, nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock zu hören, weil, keine Ahnung. Also viele denken, okay, ich verstehe es und die sagen mir zu viele Ausdrücke so, im Englischen ist für mich kein Problem. Oder andere sagen so, ja, nee, das sind ja eh alles Assis oder so, keine Ahnung. Weißt du, es gibt ja wahrscheinlich viele Gründe. Ja, ich glaube. Ich glaube auch, das ist so eine, da ist jetzt so ein ganz wilder Generationswechsel, wo diese Frage gar keine Rolle mehr spielen wird. Da wird das gar keiner irgendwie anzweifeln. In Amerika ist es so, da ist es schon Teil der Kultur. Ja, ganz normal. Da ist einfach eine Oma, die kann einfach einen Eminem-Text rappen. Yeah, so. Das ist gar kein, da klatscht auch keiner mehr. Da sagt auch keiner mehr, wow, krass. Ja. Aber hier in Deutschland ist es wirklich schon, wie er schon gesagt hat, auch ein bisschen so die Steifheit, ein bisschen so das Altgewohnte. Aber man sieht es ja auch, dass es so langsam abnimmt. Das passiert. Und du siehst immer wieder, ob es jetzt die Charts sind, ob es jetzt irgendwelche Verkäufe sind. Ob es jetzt irgendwelche anderen Dinge sind. Ich habe gehört zum Beispiel, irgendwie die Hälfte aller Produkte werden durch Marketing oder so, durch Hip-Hop oder so vermarktet. Ja, und so. Ich hab mal Werbung, so eine, Werbung und genau. So. Jeder dritte Werbespot ist, glaube ich, mit einem Hip-Hop-Beat oder irgendwie so verbunden. Sowas. Irgendwie sowas war genau, das. Genau. Ja, ich feiere das. Von mir aus ganz nach vorne. Ich pumpe die Mucke sowieso den ganzen Tag. Also von daher ist es cool. Ja, ich freue mich, dass so eine Alben rauskommen, dass wir dann so wirklich geile Produkte am Start haben, wo wir sagen können, nee, was ist Hip-Hop, Alter? Mach mal die CD rein, dann geht's ab, Alter. So. Genau, Mann. Zweite Sache, deine Haare, die blonden Haare. Ja. Pass auf, ich war vor 10 Jahren, nee, vor 12 Jahren war ich einmal, ich muss das kurz erzählen. Ich war vor 12 Jahren in der Türkei und da war ein Kumpel von mir aus Hamburg. So, und der... Bist du Hamburger? Nee, aus Berlin, aber okay. Ich kannte den aus Hamburg, der war auch da. Okay. So, und der hatte auch so Haare wie du, bisschen, ja doch, so ungefähr die Länge. Und der war dann so beim Berber und hat so gesagt, ja, mach mal ein bisschen blonde Strähnen rein. Und dann sind wir ins Internetcafé gegangen und er hat mit seinem Vater geskypt und sein Vater ist total ausgerastet. Er musste noch am selben Tag die Haare schneiden, obwohl er in Deutschland war. Also, hast du auch so eine Probleme gehabt? Ja, mein Vater hat das, glaube ich, gar nicht gesehen. Also ich habe nämlich face-to-face, ich hatte es ja so, weiß ich nicht, 3-4 Wochen. Ganz kurz nur eigentlich, ne? Genau. Okay. Und... aber ich hatte in der Vergangenheit auf jeden Fall schon mal so ein Problem mit einem Ohrring. Ja.
Okay. Das, den musste ich tatsächlich auch rausmachen. Aber hat niemand irgendwas gesagt? So, man, doch, man, klar. So, da kommt schon ein bisschen negativ. So natürlich, bisschen, ja? Natürlich. Ich fliege ja noch in die Türkei. Ja. Da werde ich wahrscheinlich mir noch einiges so reinziehen können. Ja, was können die dann so sagen? So, bist jetzt Popsänger geworden oder was? Helene Fischer? Ja, halt das Übliche. Warum blond machen, wenn du schwarze Haare hast? Ja, ja. Blablabla. Okay, alles klar. Aber ich fand, es war irgendwie stylisch, aber ich weiß genau, was du gefühlt hast in dem Moment, als ich dich, ich glaube, das war beim Echo oder so, oder irgendwo, wo ich das erste Mal gesehen habe, und ich habe das Gefühl, ich habe diesen Vater ausrasten sehen bei Skype. Diese schlimmste Qualität. Ich fand, das stand ihm. Ich fand, bei ihm hat man es überhaupt gar nicht gesehen, dass es blond war. Das war wie so ein hellbraun. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Es war ja nicht so ein Wasserstoffblond for life. So, war so ein entspanntes Blond. Genau. Aber gut, ey. Ich fand, das muss ich auf jeden Fall noch loswerden. Das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich das Blond gesehen habe. Okay, Leute, ich sehe von draußen, irgendeiner macht so. Deswegen, wir müssen langsam Schluss machen. Ja. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals. Ich hole noch einen Stift, damit ihr das Album unterschreiben könnt. Und dann, ihr wisst, die Frage, ne? MC Boogie und so. Und viel Glück noch mit dem Album. Greg the Mac. Thank you, Greg the Mac. Dankeschön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Danke. Ja. Bam.